Sehr verehrte Frau Engelhardt, sehr geehrter Herr Professor Grassel, sehr geehrter Herr Hartmann, dear Professor Klein, distinguished guests, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Universität Göttingen veranstaltet in jedem Jahr eine zentrale Ringvorlesung. Traditionell am Dienstag um 18 Uhr finden öffentliche Vorträge hier in der Aula am Wilhelmsplatz statt. In jedem Semester gibt es ein anderes Leitthema und nahezu alle Wissenschaftsbereiche sind in den vergangenen gut 20 Jahren vorgekommen. In jedem Semester gibt es auch ein interessiertes Publikum. Viele haben den Termin als feste Institution in ihrem Wochenkalender. In diesem Semester gibt es jedoch einen Unterschied. Seit dem ersten Vortrag strömen die ersten Zuhörer bereits gegen 17 Uhr in die Aula. Die Bestuhlung hier im Saal reicht bei Weitem nicht aus und die Empore ist zumeist ebenso gut gefüllt. Die Ringvorlesung im Wintersemester 19/20 hat der Kollege Professor Spiller konzipiert. Ihr Titel lautet »Tier oder Tofu? Was ist die Zukunft?« Das ausgesprochen rege Interesse an diesem Thema ist nicht alleine dem prägnanten Titel und den hochkarätigen Referentinnen und Referenten zu verdanken. Es ist vielmehr ein sehr sichtbares Zeichen dafür, dass die Fragen nach einer nachhaltigen Gestaltung unseres Lebenswandels endlich auch in der Breite der Bevölkerung angekommen sind. Das betrifft gleichermaßen die Bereiche Klimawandel, Energieverbrauch, faire Arbeits- und Handelsbedingungen, Biodiversität, Ernährungssicherheit, Mobilität und vieles mehr. Als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beschäftigen sich viele von uns seit etlichen Jahren mit diesen Themen. Der erste Bericht des Club of Rome ist bereits vor fast 50 Jahren erschienen. Die erste Konferenz der Reihe Wissenschaft für Frieden und Nachhaltigkeit vor nunmehr 8 Jahren hatte bereits das Thema Welternährung. Ziel der Konferenzreihe ist es, genau zu diesem Bewusstseinswandel beizutragen und einen aktiven Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu ermöglichen. Dies gelingt uns nur durch die Zusammenarbeit mit der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler, VDW, und der Stiftung Adam von Trott als starke zivilgesellschaftliche Partner. Ich möchte daher Frau Engelhardt und Herrn Professor Grassel als Vorsitzende ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr darüber, dass sich zu dieser Konferenz so viele Studierende angemeldet haben. Mehr als 2/3 von Ihnen sind Studierende. Einige von Ihnen haben die Begleitseminare von Frau Dr. Ammer und Frau Professor Sauer besucht. Eine weitere Gruppe ist, wie es nun schon lange Tradition hat, von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt zu Gast in Göttingen. Unter Anleitung von Professor Bartosch haben Sie in den vergangenen Tagen am Sitz der Stiftung Adam von Trott in Imshausen die anregende Atmosphäre des Familiensitzes der Familie von Trott genutzt und die Konferenz inhaltlich vorbereitet. Dies und auch die Durchführung der Konferenz wäre nicht möglich ohne die finanzielle Förderung der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien für das Kooperationsprojekt Widerstand, Demokratie, Internationalität und von Universität und Stiftung Adam von Trott. Our conference is bilingual. Let me therefore switch to English for a moment and welcome one of our speakers this evening. We are very glad and proud to have attracted Professor David Klein from Wageningen University and research in the Netherlands. Wageningen is listed as the #1 university worldwide in agriculture and forestry in the 2017 QS World University Ranking. We are looking forward to your presentation, the global character of the challenges discussed these days is also reflected in the audience. Among others, we welcome participants from Finland, Madagascar and Thailand. Zurück zu Deutsch. Gleichermaßen heiße ich Herrn Privatdozenten Hendrik Hartmann
vom MPI für Geochemie in Jena willkommen. Er wird dafür sorgen, dass im Laufe der gesamten Konferenz und vor allem auch heute Abend die Fragen der nachhaltigen Land- und Bodennutzung gerade vor dem Hintergrund der globalen Bedeutung der Wälder betrachtet werden. Ein besonderer Dank gilt allen, die diese Konferenz geplant, organisiert und vorbereitet haben. Insbesondere gilt dies für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Center of Biodiversity and Sustainable Land Use, CBL, an der Universität Göttingen. Das Thema der Konferenz war ein Vorschlag aus dem Center, den alle Beteiligten begeistert aufgegriffen haben. Bernhard Brümmer, Katrin Westphal, Daniela Sauer, Sebastian Vollmer und Simone Pfeiffer als Koordinatorin haben gemeinsam mit unseren Partnern das inhaltliche Konzept der Konferenz entwickelt und die Referentinnen und Referenten ausgewählt. Von den Fakultäten getragene Zentren wie das CBL sind von enormer Bedeutung für die erfolgreiche interdisziplinäre Verbundforschung. Sie sind die integrative Kraft zwischen den Instituten und Departments und sorgen für Durchlässigkeit innerhalb der Universität. Göttingen ist die einzige Universität in Deutschland, die sowohl eine agrarwissenschaftliche als auch eine forstwissenschaftliche Fakultät hat. Gemeinsam mit herausragenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus den Bereichen Biologie, Geographie sowie Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sind so Rahmenbedingungen vorhanden für ganzheitliche Forschungsansätze, die der Komplexität der Herausforderungen gerecht werden. Der Sonderforschungsbereich 990 Ökologische und sozioökonomische Funktionen tropischer Tieflandregenwald-Transformationssysteme sowie das Projekt Diversity Turn in Land Use Science, The Importance of Social Diversity for Sustainable Land Use Innovations using the Example of Vanilla Farming in Madagaskar oder auch die graduierten Kollegs 1666 Global Food oder 2300 Erhöhung der Baumartendiversität von Buchenwäldern durch Koniferen sind dabei nur die Spitzen der vielfältigen Forschungsaktivitäten. Der Zuspruch zu dieser Konferenz ist ebenso groß wie zur angesprochenen Ringvorlesung. Ich wünsche Ihnen, dass sich daraus anregende Beiträge und Diskussionen ergeben, die ebenso zahlreich wie nachhaltig sind. Alle Anwesenden, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Konferenz, wie auch alle Gäste, möchte ich bereits jetzt zum anschließenden kleinen Empfang in der alten Mensa einladen. Herzlichen Dank. Applaus